Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. In der letzten Folge haben wir uns ein paar Supports angeguckt, weil sonst wüsste ich nicht, was wir hätten tun machen können. Und ich hatte eine Menge Supports auf Lager, von daher, ja, irgendwann müssen wir ja mal anschauen. Und ja, jetzt sind wir in Kapitel, wir sind nicht in einem Kapitel, wir sind in einem göttlichen Kapitel, der eigenwillige General. Und hier, den Kollegen hier müssen wir zur Strecke bringen. Hector, einer der Hauptcharaktere aus dem 7. Teil von Fire Emblem. Und wird nicht einfach. Ich glaube nicht, dass der so schwierig ist. Vor allem, wenn wir mit Magie da reingehen, aber man weiß ja nicht, ne? Ich habe offscreen meinen Charakter ausgewählt. Wir sind ja schon im letzten Part. Im letzten Part haben wir schon hier die Cutscene und so was alles nachgeschaut, ne, und geguckt. Wir müssen, weiß nicht. Wir müssen uns beweisen und einen Trainingskampf hier mit dem machen, in dem wir drauf gehen können, wahrscheinlich. Und ja. Sieht nicht so einfach aus hier. Je nachdem, wie viele Verstärkungstruppen hier kommen, falls überhaupt welche kommen. Ich hoffe es nicht, da sind nämlich schon eine Menge Gegner hier. Aber mal schauen, ne? Die Gegner scheinen einen sich an das Level anzupassen meiner Charaktere. Das ist mir schon vorher aufgefallen. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Das heißt, ich werde hier nie zu stark oder zu schwach für sein, aber manchmal mit unterlevelten Charakteren hier reingehe, heißt das doch, dass ich immer zu schwach sein werde. Wir sind eine Menge Schatztruhen. Ich hoffe, die Gegner gehen nicht auf die los, weil sonst wird das hier ein ziemlich nerviges Kapitel. Also wir müssen nämlich unglaublich schnell hier hingehen und Hector ist da oben. Also ich hoffe, wir haben unendlich Zeit, uns diese Truhen hier einzukassieren. Weil wenn nicht, dann, oh man, haben wir das hier nervig. So, ich wollte mir neue Stäbe kaufen und den Somniel noch mal vorbeischauen, aber dann ist mir aufgefallen, hey, ich kann einfach hier kaufen, ne? Ich kann einfach hier alles kaufen und verkaufen. Also hier sind jetzt Waffen, aber man kann halt auch hier bei Dings machen, beim Laden, da kann man sich Heilstäbe kaufen. Ich habe eigentlich nur für Fram jetzt, glaube ich, eingeholt. Beide haben einen unangekratzten und einen etwas angekratzten Heilstab. Da wird ja wohl reichen, ne? Weiß sowieso nicht, ob dazu eine gute Idee ist, beide Heiler ja rumlaufen zu lassen. Aber soll man machen. Vielleicht sollte ich Ivy doch lieber mitnehmen, ne? Ein Gegner, den einer davor zu erzeugen, hält diese einer Treffer passiert. Weißt du was, ich glaube, wir nehmen doch lieber Ivy mit, weil sie kann auch Stäbe benutzen. Na gut. Nee, lass kommen. Ivy ist so schon stark. Fram. Ich habe Angst, dass die schon viel zu früh Level 20 erreichen und dann irgendwie, weil nicht, kriege ich keine Erfahrungspunkte mehr. Weil ich nehme an, Level 20 ist das Maximum, obwohl ich einige Charaktere gesehen habe, die schon über Level 20 ist. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die eine bestimmte Einheit sind, zum Beispiel Embleme, ne, die können wahrscheinlich schon so hoch gelevelt sein wie möglich. Oder sonst was, ne? Weil ich habe eindeutig entwickelte Einheiten, ne? Wie Wanda und Kagetsu und Pandreo. Und die sind alle auf Level 1. Also bedeutet, man fängt wieder auf Level 1 an, ne? Im Fire Emblem Three Houses war es so, wenn man die Klasse wechselt, dann behält man das Level, aber man steigt einfach auf eine stärkere Klasse um. Was nicht sehr traditionell ist um Fire Emblem. Was nicht so traditionell ist, wenn es um Fire Emblem geht. Normalerweise fängt man dann wieder auf Level 1 an. Man kriegt dann nochmal eine Chance, hier eine Menge Level hier zu leveln. Aber ja, warten wir, bis es soweit ist, ne? So, ich habe meine Charaktere ausgewählt. Also unser Team, Fram und John zum Heilen. Clan, Magie, Jade habe ich Edelgard gegeben, weil warum nicht? Dann habe ich Butchron, Anna und Diamant auch noch dabei. Was eine Menge Axtkämpfer sind, zwei Schwertkämpfer, ein Magier, keine Lanzenkämpfer, keine Bögen. Aber ich glaube, fliegende Einheiten sind hier sowieso nicht, ne? Wenn ich nicht richtig geirrt habe, ne? Das heißt, fliegende Einheiten, Schützenbaum war also nicht. Und Lanzenkämpfer sind wir, glaube ich, auch bedient. Von daher wird das schon irgendwie klappen, ne? Und wenn nicht, dann sehe ich ja, wie schief das laufen kann, ne?
Ich habe jedenfalls alle Charaktere genommen, die noch Level 13 waren. Von daher müssen wir einfach den sauren Apfel beißen. Ne? Wir haben das Kapitel gegen Tiki geschafft. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden das auch schaffen. Ich habe übrigens niemanden Tiki gegeben. Einfach weil ihre Fähigkeit viel zu überpowered ist. Ne? Was war jetzt hier? Sternkugel. Verleiht der einer bei einem Level Up ein verbessertes Wachstum der Staatswerte. Das bedeutet sozusagen, jedes Mal, wenn ihr einen Charakter auflevelt, dann hat man irgendwie per Zufallsprinzip irgendwie ein paar Werte, die man erhöhen kann. So, oh, Stärke, Magie, Geschicklichkeit und so, ne? Und was das machen würde, ist, dass die Chance von allen Werten dann erhöht wird. Und das kommt mir, das ist viel zu sehr gescheatet. Ne, das ist viel zu überpowered. Das bedeutet mehr oder weniger, ich kann jeden Charakter hier machbar machen. Und das ist irgendwie nicht der Sinn von Fire Emblem. Weil es ist so irgendwie das random generierte, je nachdem, was man hier für Werte bekommt, ist ja irgendwie der Spaß an Fire Emblem, ne? Dass jeder Charakter irgendwie jedes Mal anders irgendwie in jedem Spiel Durchlauf ist. So, aber genug geredet. Ich habe mir so ungefähr den ersten Zug so zusammengestellt, wie ich mir wünsche, wie der ablaufen wird. Gucken wir mal, ob der auch funktioniert, ne? Los, rein da. So, jetzt wollen die mir sagen, da kommt die Frau raus, ne? In Fire Emblem 7. Emblem Hector besiegen. So. Und diese Level ist echt irgendwie ein Level aus Fire Emblem 7 nachempfunden, wo man irgendwie gegen so einen untoten General oder so kämpfen musste, um irgendwie die ultimative Waffe hier, das Armats, glaube ich, zu holen. Oder so ein Berserker. Ne, der Kapitel heißt ja die Höhle des Berserkers, ne? Da ist irgendwie so ein toter Berserker, den man bekämpfen musste, um den seine Waffe zu bekommen. So, und ich mache jetzt den hier, ne? Ich tue erstmal den hier machen und ich habe ihn hier den Links gegeben, den der Magieschwert hier, das Donnerschwert meine ich. Und ja, wir gehen da rein und das liegt uns vor allem dem 7 offensichtlich. So, wenn ich mich nicht irre, so, jetzt machen wir hier Protection und sie gibt außerdem ja auch Dings hier. Ich glaube, ausweichen, das war so mein erster Zug, den ich hier geplant habe, ne? Die beiden mehr ausweichen haben. Irgendwie hat er nicht mehr so viel ausweichen, warum nicht? Also ja, er müsste das hier geregelt kriegen. So, dann müssen wir uns hier um kümmern. Da habe ich, glaube ich, das hier gemacht, ne? Ich wollte das hier machen, ne? Er wird, glaube ich, getroffen. Ja, er hat nur eine, ich glaube, er hat nur eine Reichweite, ne? Der Eisenaxt. Ich habe zwei Heiler diesmal mitgenommen, so viel kann ja nicht schief gehen. So, und dann wollte ich hier nachschauen, und zwar, ich habe ein bisschen Schiss vor dem hier, weil ich nicht genau weiß, was er macht, ne? Deswegen wollte ich hier mal kurz was machen. Und zwar einmal mal schauen, wollte ich hier gucken. Dreck. Beinahe. Krieg ich irgendwie noch? Kann kein Gegen, kann ein Gegen. Irgendein Charakter, irgendwas, was irgendwie, weiß nicht, mehr Schaden anrichtet. Ja, ne? Habe ich jetzt schon einen Fehler gemacht? Ein Moment. Sehr guter Brauch vom Zeitkristall, ich weiß. Da, guck mal.
So. Na, ich wollte verschwenden, ich hätte eigentlich das Kapitel neu starten müssen. Wenn er schon schaffen, mir ist schon wieder jemand runtergefallen, das gibt's nicht. Egal. So haben wir hiermit angefangen, ne? So, wir werden wohl nie erfahren, was Bruch macht. Ist vielleicht auch besser so, ne? Und wir machen jetzt wieder den, ja. Okay. So. Dahin. Da kommen wir mal zum Dich. Kann irgendjemand den hier anlocken? Sie, ne? Oh, sie hat keinen. Doch, sie hat einen Tomahawk. Wird sie aber nie im Leben mehr treffen. So, sie kann eigentlich die alle. Stahlschwert, Stilett, ja. Erster Gegner versorgt keinen Schaden. Ich glaube, der würde so oder so keinen Schaden machen. Weil sie so eine dicke Verteidigung hat. Nee. Okay. Er würde keinen Schaden machen. Okay, mir gefällt die Anfangsposition sehr viel besser als die mit Tiki. War ein bisschen heftiger. Oh, da oben ist ja auch einer. Oh, das machst du. Oh. Oh, Dreck, ey. Ja, das ist ja doch ein bisschen nervig dann. Das hat er natürlich mit dem Langspiel als erstes angegriffen. Oh, 3% Crit. So. Hey, Resistent. Die Ritterin ließ großes Potenzial an. Irgendwie hat es gerade mal zitiert. So, cool. Ha, daneben. Warst du gerade... Hast du nicht eine Fernkampfwaffe? Ja. Jetzt kommt du, ja. Oh Gott, 18% Crit-Chance. Gar nicht gesehen, Mann. So, niemand bewegt sich, finde ich gut. So, und ich muss natürlich jetzt hier aufpassen. Ich kann mich nicht dahin bewegen, weil sonst werde ich von denen. Ich weiß nicht, wie weit die hier treffen, ne? 1, 2, 3 nehme ich an. 1, 2, 3, keine Ahnung. Aber mal schauen. Hm. Ich kann eigentlich hier weiter bleiben, ne? Ah, kennt ihr noch nicht mal. Oh, cool. Menge kritische Treffer. Ja, natürlich habe ich meinen Hauptcharakter Ike gegeben, ne? So, und da darf ich nicht näher ran. Ich kann eigentlich nur warten. Oder ich könnte hier rangehen. Ne, kann ich nicht. Mich nicht hereinzugehen. So, du machst mir auch ein bisschen Angst wegen deiner Crit-Chance. Dich kann ich erledigen. Ne, kann ich nicht. Also wenn ich mit Elfenwind eingreife. Warte. Macht Feuer mehr Schaden.
Warum macht Feuer mehr Schaden als... Ach, weil ich damit doppel... Also, Donk. Noch ein Kett? Nee, zu viel des Guten. Ah, ich glaube, Anna hat irgendwie eine bessere Chance, ihn zu treffen. Ne? Ihre Leichtaxt. Oh ja. Mal immer auf Nummer sicher hier. Ja, oder so. So, jetzt natürlich auch. So, die Situation ist aber ein bisschen nervig. Ich könnte ja mit Dings reingehen, mit ich weiß nicht, ob ich da reingehen kann wegen dem blöden. Hast du nur ein Treffer, ein Reichweite? Ja, hast du. Nee, wieso, ob du ihn triffst oder sie? Mal den hier. Ja, ein Schaden, mein Gott. Jetzt trifft bitte. Okay. Okay, ich weiß nicht, ob das irgendwie was bringt, hier noch weiter zu schmettern. Okay, so. Du machst sie nicht kaputt. Ah, ich kann den ja machen. Das Ganze ja nicht vorbei. Cool. So. Ja, ich könnte ihn erledigen, wenn ich sie hier hinstelle, aber dann würde ich auch den hier anvisieren, anlocken, aber dann wird sie vergiftet im nächsten Zug und darauf habe ich keine Lust. Mal wieder Protection. So, ich sollte vielleicht etwas sparsam sein mit meinen Heilungen, aber ich werde diesen Satz nicht fortsetzen. Ja, ich sollte vielleicht etwas sparsamer sein. Oh nein. Okay, da war nur mein Klon. Ist kein Problem. Nein. Was soll das jetzt bringen, bitte schön? Er war nirgendwo in Reichweite. Aha, daneben. Und er geht auf meinen Klon lieber los. Du Idiot. Geht so still, ich kann natürlich weitergehen. Hab nichts dagegen. Ich könnte ihn hier bewegen. Ah, jetzt hätte ich lieber meinen Doppelgänger. Ah, du kommst hier hin. Stahlklinge 30. Gott. Du wirst nervig sein, ne? Du wirst sehr nervig sein.
Ich muss ja näher rangehen. Warte mal, du erreichst nicht das, ne? 26, auch so viel. Wenn ich hier reingehe, bringt auch nichts. Ich glaube, ich will von hier reingehen. Ja, ich glaube, ich soll von hier reingehen. Das war mit ihr. Du wirst ja nicht mit ein Ding erledigt sein, oder? Schicklichkeit 12. Nee. Er wird sie wahrscheinlich treffen, aber. Ach, du erreichst mich auch, cool. Das ist natürlich doof. Ich muss die ja anlocken. Ja. Und dann gehen wir da rein und machen den fertig. Danach. Flammen. Okay. Ich glaube, ich da brauche. Na gut. So wieder hoffen, dass du triffst. Da war ein kritischer Treffer. Also das Wagen. Oh. Oh nee, warte. Okay, passt noch. Nein. Also. Okay, mein Gott, seine Treffsicherheit, ne? Da blöde Dinge ja nicht werden, ne? Dann wäre hier vollständiger blöde Gift, aber ich glaube, das Gift an sich war auch schon im Original voll nervig. Gott, die beiden nicht Level 20 erreichen, weil alle Charaktere, die ich ja am Hochheilen bin, voll schwach sind. Immer da lang. Sie wurde schon wieder erreicht, ey. Ich glaube, was ist da für der Treffsicherheit, ey? Oh, nur ein Ball. Nein, der hat mich da in das Gift reingepackt. Gut, jetzt, ich kann jetzt da reingehen und ihn wegboxen. Oh ne, was ist das? Nee, da geht echt jemand auf die Leute los. Ach man, er macht das, ganze Kapitel noch 10-mal nerviger jetzt. Ich spiele übrigens bei Animation. Ich spule die Animation mal vorne. Hab da nichts dagegen. Hab 4 Erfahrungspunkte. Ein Antidot, cool.
brauche ich aber nicht. Also knapp. Schaden machst du mir? Muss mir 10 Schaden. Ich triff den aber nicht. Okay. Oh, ich mach den nicht mit Einschlag. Verdammt. Na, kannst du ihn bitte treffen? Cool. Hm. 26 und 26 hier. So, oh, du hast ganz schön viel Verteidigung mittlerweile. Finde ich gut. Weitermachen. Ja. 14, 26, 11, fast. Ha. Ja, ich war da. Obwohl eigentlich, jetzt hat sie ihre Abwehrhaltung nicht mehr. Oh, oh. Aber er hat nicht so viel Schaden gemacht, ne? Ne, macht immer noch 10. Schwertrüstung. Ha, natürlich kommen da noch Leute. Ah, ich weiß schon, wohin das hier wieder führt, ne? Hat jemand von euch einen Hammer? Ich glaube, einer von euch einen anderen Mann, ne? Cool. Aber das ist eine Schwertrüstung, das wird nicht viel bringen. Ich hoffe, der Dieb geht noch nach rechts danach. Ja, bitte. Den, wenn es geht. Level 17. Ich bin etwas stärker geworden. Etwas. Nicht bedeutend. Etwas. So, du hast nichts anderes außer Latten, ne? Cool. Den treffen wir, es wäre gut. Danke. Wenn ich irre, hat einer von euch doch eine. Du hast eine Stabaxt. Wir haben alle Schwerter. Schaden. Alter, macht der Schaden. Du kannst mir nichts. So. 23, 32, warte, was? Stimmt, ich habe ja nur 4 Charaktere auf jeder Seite. Der Meisterlanze 22, 23, 21. Also mal gut, ich kann sie einfach irgendwo reinschicken, ne? Überall. 22, 21, 22. Nimmt sie überhaupt Schaden? Fast, nein. Es hat nur ein, nein, das 2. Ob sie trifft, ist natürlich wieder eine Sache, ne?
Irgendwas sagt mir, wir wird nervig. So, die Kollegen, ja. Ich komme natürlich nicht dahin. Das wäre natürlich gut gewesen, ne? Der Adelsrap hier. 23. Würde das ihn töten? Ich glaube nicht. Nein, er wird die doppeln. Er wird eine Menge Schaden nehmen. Wieder mit den Adelsrabia mehr Schaden machen? Ich glaube nicht, ne? Komm mal hier lang, bitte. Ja, ich brauche den aber auf der linken Seite. Und der Linie aufladen kann. Und vielleicht den Dieb. Ich hoffe, die gehen nach die andere Seite. Guck mal, die machen. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Aha, jetzt haben sie nicht kontern. Na, oder mache ich dich jetzt eben kalt? Was? Ha, er ist ins Gift reingegangen. Cool. Jetzt ehrlich gesagt, gut, dass die nach links gegangen sind. Und dann kann ich einfach mit Jade irgendwann was blockieren. Dann kommen die ja nicht vorbei. Okay, irgendwie machen die mehr Schaden. Wegen dem Gift nehme ich an, ne? Verdammt. Ich glaube, so überlebt sie nicht. Jetzt eigentlich nur noch der andere hier treffen, ne? Draco Shield, Hallöchen. Und der andere, die baut ab. Okay. Cool. Der andere Dieb ist einfach abgehauen, ja, gibt's nicht. Da hätte ich eigentlich mit Dings aufgehen sollen. Mache ich eigentlich mit Jade. So, mach mal den, ja. Jetzt überhaupt der Unterschied zwischen dem Gift hier und irgendwie dem normalen Gift. Ich sehe da nämlich nicht so einen Unterschied. Oh, kann ich dich vielleicht erledigen mit einem Haus-Kombo? Oh, sieht klasse aus. Aber nicht mal platt. Zack, zack. Ich habe eine Garak Mark Monastery Rüstung. Sieht das aus? Statt so eine Uniform. Na, oh, du musst ihn fertig machen. Machst du auch. Perfekt. Es gibt minimale Probleme, aber bis jetzt sieht es noch gut aus. Wir haben schon fast die Hälfte des Kapitels hier abgeschlossen, finde ich. So, wenn ihr nach links geht, ist das eigentlich perfekt. Ach, die Truhe muss ich auch noch öffnen. Oh. Okay, du hast einen Wurfball. Dich kriege ich doch bestimmt hier mit ihm kalt. Habe ich noch hier irgendwas Nerviges? Abwehrhaltung, was ist das? Purgativ, okay. Du heilst ihn, du... Ja, das hat schon, bevor ich es gemacht habe. Ich glaube nicht, dass ich die auf Level 20 krieg. So, jetzt kriege ich hier mehr oder weniger Gratis-Erfahrungspunkte.
weil er sich nicht wehren kann oder irgendwas, ne? Komm mal her. Cool. Weg damit. Aha. Oh nein. Ich sehe das gar nicht, Mann. Boah. Ich nehme an, das Gift macht mir ja keinen Schaden. Das ist einfach nur gleich wie bei Dieben. Ne? Ich nehme einfach mehr Schaden dann, ne? Wenn ich angegriffen werde. Oh, wo gehst du lang? So. Problem ist, ich muss jetzt hier. Verteidigung, ich meine, er macht Schaden, aber oh, du machst eine Menge Schaden, sehe ich gerade, und du doppelst mich. Soll ich auf Nummer sicher gehen und die beide erledigen? Kann ich gar nicht. Wir haben wahrscheinlich sowieso noch mehr Leute. Die Truhe, die muss ich mir ein andermal holen. Ich das Kapitel beende. Ich vergesse ich das nicht. Ich überlege gerade, wo die ja hinflüchten müssten. Ja, ne, wo gehen die überhaupt hin, wenn die hat geklaut haben? Jetzt sehen nicht irgendwie so aus, als wäre es hier irgendwo ein Ausgang. So, wie funktioniert das denn jetzt, wenn er jetzt hier reinkommt? Bricht er mich dann, wenn er mich angreift? Läuft denn das ab? 43. Er wird überleben. Wir laufen das dann ab jetzt. Bricht er mich jetzt schon, bevor er überhaupt zum Angriff kommt? Ich nehme mal nicht sehr, ne? 1, 2, 3, 4, 5, denn 1, 2, 3, 4, 5. Du machst 32, das heißt, du machst 10 mal 2. Sehe ich von allen hier runter. Geballert. Die Situation ist einfacher. Ah. Natürlich machst du nicht mit einem Schlag den Typen kaputt. Na, schau mal. Na gut, ich halt heilen und treffe hier mit. Komm, Donk. Okay, geht. Die Antidotes vielleicht mal einsetzen, ne? Aber. Oh, was haben wir hier? Willst du so blöd sein und auf mich losgehen? Ich sagte, wir haben mal mein Bündnis. Da sind zwei Dinger zum Aufladen. Wagt ich bloß, die meine jetzt kommen.
Nee, du kommst nicht mal in der Nähe, Mann. Oh, so knapp. Halt. Du. Elfenlicht. Du machst 26. Das ist eine Geschwindigkeit von 12, 11. Komm her. So, die Situation. Nur einer von denen kann mich erreichen. Das heißt, aber so nicht hier hin, weil sonst wird er vom Gift getroffen. Wir sollten eigentlich, ich meine, den Schild an. Oh, Level 19, was geht's? Oh. Von überall treffen. Ich kann auch die anlocken, ne? Wurfball 23. Da kriegt er zwar eine Menge Schaden, aber dann haben wir die auch schon mal aus dem Weg. Aber dann trigger ich wahrscheinlich die alle, ne? Mal sehen. Oh, ich sehe das nicht. So. Wehe, du kriegst mich. Weil mit Stahlschwert auch noch, ne? Boah, zwei kritische Treffer. Ich habe ihn aber nicht gebrochen dadurch. Außer seinen Willen. Boah. Ja, der Dieb, da kann nirgendwo flüchten. Ich habe alle Ausgänge blockiert. Wir sollen versuchen, irgendwie zu flüchten. Ja, kommst da runter? Ich glaube nicht. So, ach, natürlich kommen da noch mehr Leute. Jetzt komme ich. Eater! Okay, cool. So, was bedeutet das? Ich kann jetzt Exit ausrüsten. Ich verstehe die Fähigkeit nicht so. So, wo ist der Dieb, der das geöffnet hat? Weil der geht wahrscheinlich da oben rechts lang, ne? Ja, und du? Wo gedenkst du hinzugehen? Ja, du hast ein sehr dickes Ding, ne, das du ausgerüstet hast. Kann ich doch bestimmt hier mit einem Elfenlicht hier doppeln, ne? Oh ja, so was von. Elfire. Weggelevelt. Stärke? Klar, warum nicht? Na, und ich muss ihn. Oh Gott. Cool, selbst. Ah, das ist ein bisschen gefährlich hier. Was soll ich machen, ne? Ich kann auch den hier machen. Ist, glaube ich, sicherer. Ding läuft sowieso in Einzug ab. Aber den hier. Ja.
Sieht richtig cool aus. Ich meine, wo kannst du hingehen? Du kannst da hingehen, ne? Dann wärst du in Reichweite von denen. Ich komme einfach mal zuvor. Aram. Ah. Zack. Daneben. Mit 87%. So, und ich muss ich natürlich hier mit erledigen, ne? Ich habe dich nicht vergessen. Ich muss natürlich auch treffen jetzt. Einfach Pferd tot geboxt. So, was haben wir hier noch Gefährliches? Oh, ich finde das so gut, dass ich jetzt hier jeden Verteidigung geben habe. Ich habe das Gefühl, das bringt's voll. Wenn du daneben aus, bist du tot. Also hau nicht daneben, Anna. Danke. Ich weiß, ich bin etwas paranoid. Bei 97% ist immer noch eine, oder 96 ist immer noch eine gute Trefferquote, aber das kann schnell gehen, ne? Da ist immer noch eine 1-2%ige Chance, irgendwie daneben zu hauen. Und was macht man dann, ne? Du kannst mich von hier aus treffen. Komm auf mich zu, Leute. Noch ziemlich gut, ehrlich gesagt, gerade. Wenn man nicht gerade gegen Drachen kämpft, die einen irgendwie die ganze Zeit hier einfrieren können auf der Stelle. Und einfach unendlich kommen. Er hat sich vorhin schon nicht bewegt. Haut. Aha. 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 Und er steht schon wieder da. Also ich direkt in das nächste Ding ja bewegt. So. Also war die Position ist eigentlich nicht schlecht. Na, wenn du kreten würdest, das wäre nicht schlecht. Dann hätten wir dich schon mal erledigt. Sehr gut. Brodia, ja. Draco Shield. Noch ein Item, den ich wahrscheinlich nie einsetzen würde. So, meine Frage ist jetzt. Irgendwann wird euch sowieso jemand hier hingehen, ne? Aber wohin flüchtet die Person dann? Und ich kann immer noch nicht da reingehen, weil da sind immer noch Leute. 25, 21, aber... Oh, da ist ein Hammer. Okay, so wie dazu. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Stahllanze, da ist eine Großaxt, da ist ein Langspeer. Das ist die Stahllanze. Du kommst natürlich wieder nicht daran, ist klar. Ich denke aber immer noch, sie hat die besten Chancen hier zu tanken. Vor allem von allen anderen bekommt sie sowieso keinen Schaden.
Das ist ein bisschen nervös, dass du hier einfach rumstehst und nichts machst. Ein Schaden. Ja, bitte. Perfekt. Ein da. Dann wäre es langsam irgendwie Zeit hier für meinen anderen Charakter, in die er sich zusammenzuschließen, ne? Ich hoffe wirklich, da kommt niemand von rechts, ey. So, nehmen wir an, du gehst auf mich los, dann machst du mir nichts an Schaden. Perfekt. Cool. Na, schnell die Truhe einsacken. Geld brauche ich, sehr gut. Und hier haben wir etwas Graz Erfahrungspunkte, ne? Zum Einsacken wieder. Du schwächel du den mal an. Tisch. Ah, daneben. Tisch. Und dann machst du den kalt. Gut. Ich habe gar nicht gesehen, dass du mich noch kontern kannst. Ich habe sehr stark angenommen. Mit einem Schlag wärst du schon weg gewesen. Oh, Figur, nicht schlecht. Das heißt, sie kann schwere Sachen jetzt klar schleppen. So, dich kann ich doch bestimmt wieder ja anlocken mit ihnen, ne? Warte mal, nur dich, wenn es geht. Ja, aber so ein bisschen plus zwei Verteidigung ausmacht, ne? So, der Hammer, ne? Der wird ja wohl nicht so viel Schaden machen, ne? Der macht 21 Schaden, das heißt, ich weiß nicht genau, wie die Berechnung abläuft. Kann man halt irgendwo nachgucken. Ich glaube nicht, dass das irgendwo explizit hier erklärt wird. So, oh, das macht den Schaden der Waffe mal so und so Schaden, ne? Okay. Ich möchte mit dich den Tür mit dem Elfenlicht wirst du ja wohl. Okay, du machst 34 Schaden, was ich nicht umbringen wird. Vor allem da ich sowieso jetzt hier John einsetzen werde zum so, und falls sich dieser Dieb irgendwann so lustig fühlt, sich zu bewegen, dann habe ich hier immer noch ihn, was ihn nicht töten wird. Aber ich habe noch meine Doppelgänge, die ich halt aktivieren kann, ne? Ich kann ihn dann zu ihm bewegen, sehe ich gerade. Okay. Der Hammer sollte jetzt nicht so viel Schaden machen, ne? Ich meine, der ist sehr effektiv, aber der wird trotzdem nicht mich one-shotten damit, ne? Hoffe ich jetzt. Was macht ihn ja noch? Bringt zwar nicht viel. Ich habe schon wieder nicht gesehen, Mann. Ich bin eigentlich voll zuversichtlich hier reingegangen und oh nee, da habe ich vollkommen vergessen. Böde Gift. Aber hey, weißt du was? Oh, weißt du was? Das ist ehrlich gesagt nicht schlecht, weil er hat jetzt den Pegasus-Ritter, glaube ich, blockiert. Der kommt gar nicht mehr ran, ne?
Oh Gott. Gott. Er macht ihn noch nicht mal kalt. Bonk. Jetzt aber gerne, ne? Oh, sehr gut. Nur meine Besorgnis ist jetzt. Na, ja, jetzt habe ich die alle auch noch getriggert. Cool. Oh, du kannst darüber fliegen. Cool. Oh, sie ist tot. Hat er blöde Gift vergessen, Mann. Ah, okay. So. Okay, da sind einige Sachen, die ich verbessern möchte in diesem Zug. Deswegen habe ich die erst als letztes bewegt. Ich könnte natürlich auch, sollte halt eigentlich noch einfach machen, aber ich brauche Linz Dingen hier. So, ich habe nicht gesehen, dass er auch so fliegen kann. Verdammt. 2, 3, 4, 5. Okay, mach mal so. Dieses blöde Vergiften, ey. Sorgt dafür, hat meine Charaktere so viel Schaden nehmen, ja. Jetzt hab ich ihn schon wieder eins getreibt platziert. Ah, jetzt ist sie auch noch mal vergiftet. Nimmt sie noch mehr Schaden, ne? Nö. Du sollst eigentlich nicht. Du sollst eigentlich nicht sie beschützen, du sollst eigentlich hier Dings Clan beschützen. Verdammt. Schon wieder erst den Bach runter. Alter, er hat 2% Crit Chance. Ich habe nichts. Aua. Hast du mich gerade gegen jemand anderen geschubst? Ah, kannst du noch mal kritten? Macht er sogar. Cool. Ah, die hatten sich bewegt. Natürlich kommen da immer noch mehr. Ah, ich bin so gut wie fertig hier auch. Nichts. Okay. Ach, mit ein HP, das gibt's schon wieder nicht. Ja, ja. Ein HP, das gibt's jetzt wieder nicht. Au. Der trifft. Level 19 wird leider nicht Level 20 reichen, glaube ich. Also ich habe sehr viel Glück. Ja, bitte. Eine Eisenachse ist für sie jetzt eigentlich gar nicht mehr verlangsamt werden. Ich glaube, die Figur irgendwie erhöht hat. Okay. Ach, jetzt sind hier so viele Gegner alle. Wieder in Bewegung. Oh Mann. Ah, oh, ich hätte ihn nicht triggern sollen, ne?
Was macht ihr denn? 21, 24. Was ist das? Das ist ein Langbogen, ja. 21, 24. Das ist gar nicht so schwierig, ja. Aber er hat natürlich wieder ja nicht. Du hast einen Panzerbrecher, genau. Oh, aber er kontert mich. Nee, oder nicht, weil er eine Eisengroßhaxe hat. Cool. Zack, zack. Ich habe schon die ganze Zeit einen Panzerbrecher mit ihm, ne? Ich habe ihn irgendwie nie eingesetzt. Ich sag für. Oh, jetzt bekommt er Geschicklichkeit 7 auch noch. 24, Geschicklichkeit 7, 10, perfekt. Das Problem ist. Hier, das ist noch ein Problem. Okay, wenn ihr euch alle zusammentut. So tot. Giftpfeile, was? Den Claude. So eine kleine Zwickmühle ja gerade. Ich kann eh nicht hier bewegen, das kotzt mich gerade an. Okay. Nein, natürlich reicht das nicht aus. Natürlich haust du mich weg. Aber. Warte. Okay, warte. Machen den ja. Ich hätte auch blockieren einsetzen können, glaube ich, ne? Aber der wäre ja, vorbeigeflogen, ne? Ja, ich muss mich hier bewegen, weil ich kann auch das versuchen. Warte mal. Ich glaube, das reicht. Oh, nee. 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 Hey, warte mal. Machst du mich überhaupt kalt? Ein? Nee. Dann kann ich dich ja in Reichweite bewegen. Da kommt er natürlich wieder und trifft mich. Ja, ich muss hier rein. Wie viel Schaden machst du mir? Langsperr 12. Ich überlebe das sogar. Okay. Dürfte so funktionieren. Ich daneben, wenn du daneben aus, wäre sogar noch besser. Nein. Okay, der kam ein bisschen zu spät, Kollege. Na, jetzt muss ich natürlich dich auch noch erledigen, ne? Okay, wenn ich daneben haue, dann sind wir dran. Okay. Also er konnte daneben hauen, aber sie durfte nicht daneben hauen. Die Schatztruhe muss ich auch noch. Ah, jetzt ist er auch noch vergiftet. Oh mein Gott, ich vergesse das jedes Mal. Und da kommen noch mehr fliegende Einheiten. Cool. Vor allem dieses ganze Gift, da tut irgendwie meine ganzen Berechnungen hier vollkommen auf den Kopf stellen, weil ich nicht genau weiß, wie viel Schaden ich hier, wie viel erhöhten Schaden ich hier bekomme und so. Ja, cool. Hey, das ist geil. Ich weiß nicht, wie oft der schon verreckt ist, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden ich hier noch bekomme. Wie viel erhöhten Schaden. Ja, erstmal alle falschen Knöpfe drücken. Ich glaube, ich möchte von hier mal zwei Züge vorher. So. Ich glaube, ich muss erstmal hier weg.
So, mein Fehler war erstmal die alle zu triggern, ne? Weil die und die gleichzeitig zu bekämpfen ist ein absoluter Horror. So, wir gehen jetzt hier hoch, ne? Jetzt erstmal hier auch. Wir tun uns mit unseren anderen Kollegen erstmal ja treffen. Jetzt mal wieder alle vergiftet, aber was soll's. So, dann tun wir uns mit denen ja allen verbinden erstmal. Und dann wird ausgeteilt. So, ich sollte vielleicht auch mal hier reingehen, ne? Wegen den Bonus-Dingen hier. Ganz vergessen. So, dann, wenn wir nicht von allen Seiten hier gleichzeitig angegriffen werden, dann werden wir das auf jeden Fall schaffen. Oh, ehrlich. Ich muss Anna noch zweimal hier reingehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie ist ausgewichen. Ja, trotzdem wieder Figur. So. Dann warten wir hier. Einzige, worauf ich ja achten muss, ist, dass ich die eine Truhe noch kriege, ne? Ach, jetzt greifst du an, ehrlich. Jetzt wo du kurz davor bist, drauf zu gehen. Gibt's doch nicht mal an. So. So, wir haben die 2000 Gold, wir haben das Draco-Schild, ne? Einer von euch hat halt aufgenommen. Ja, ich muss ja warten, bis er. Das ist eigentlich auch nicht so eine gute Situation jetzt gerade. Stahlachs, Stahlklinge 35, 27. Warum sind die alle so stark da? 10, 5. Und ich irgendwas tragen, ohne hat sie irgendwie von ihm wird sie gedoppelt, aber. Ich hoffe, ich hier reingehen. Ja, ihn kann ich nicht dahin schicken, weil er wird dann. Zu den Doppeln? Nö. Ich komme, warte, ich könnte den hier machen. Da werde ich nicht angegriffen, da werde ich nicht getroffen. Aha. Nochmal den hier. Oh. Okay, 35, ne. Bis dahin erreicht, ehrlich. Aber sowieso daneben. Cool.
Dann wird er auch nicht aufgebaut, finde ich gut. Die Truhe muss ich trotzdem noch holen, ne? Oh, bitte kritt mich jetzt nicht. Das gibt's jetzt nicht. Oh mein Gott, ich hasse dieses Gift, ey. Da ist ja voll kacke. Warum ist denn der da gegangen? Was? Oh mein Gott. Ach so, Erneuerung. Ich habe die ganzen Antidote jetzt auch nicht dabei, Mann. Ah! Macht der echt einen Crit? Ey, das gibt's nicht. So, nun. Okay. Wie sieht's mit dir aus? Machst du halbwegs Schaden? Oh ja. Machen wir folgendermaßen. Hierhin. Protection. Der Remix hört sich irgendwie an wie Dragon Quest Musik, ey. Der wird schon wieder vom Gift getroffen, ey. So, jetzt sehe ich das. Nein, boah. Ich wollte nicht da rein. Oh. Es gibt's jetzt einfach nicht, Mann. Nimmt sie unnötig Schaden. Hey, was geht? Daneben. Ja, das ist eigentlich die bessere Lösung hier gerade. Hey, was soll das? Was sollen diese ganzen kritischen Treffer auf einmal? Ja, das soll ein Freundschaftskampf hier sein, ey. Boah. Cool. Hey. Und wo gehst du hin? Boah. So, und jetzt bitte nicht da rein bewegen, weil du aus irgendeinem Grund, ich hätte schon wieder weiter gemacht. Mein Gott, ey, Junge. Fuck. Ja, ich weiß nicht, warum du da unten lang gehst. So.
Jetzt haben wir es hier ein bisschen einfacher. So, dich durch einfach im Vorbeilaufen hier erledigen mit Donnerschwert oder auch nicht. Oder natürlich überlebst. Hey, ich habe gehört, du hast mich letztens gekrittet. Können wir das bitte nicht machen? Warte, bis alle meine Charaktere wieder da sind, ne? Wenn die alle da sind, ne, dann geht's euch an den Kragen. So, ich habe jetzt die Tröder geöffnet, ne? Ja. Oh mein Gott. So, ich weiß nicht, warum du dich da in bewegst, aber wenn du auf die Truhe da ist abgesehen hast, ne, ich kann nicht sofort abschießen mit Lin. Also glaub bloß nicht, dass du ja die Truhe hier einkassierst, ey. Läuft hier nicht. Ich könnte sogar. Ich könnte eigentlich da stehen bleiben, ne? Lass mich mal rechnen. Was immer so eine Sache ist, ne? Ein Schlag wird er auf jeden Fall überleben, ne? Selbst wenn du mit einem Hammer oder mit der ja, aber wenn du damit als erstes angreifst, dann bist du sowas von tot. Ich könnte den Langspeer einsetzen, das dürfte eigentlich so funktionieren, ne? So, einen Moment. Du machst 38 Schaden. Aber wenn ich zuerst angreife wegen dem Ding, dann wird das sowieso nichts bringen, weil ich werde als erster angreifen mit dem Ding. Was bedeutet? Was bedeutet, ich mach dich mit einem Schlag weg. Ich pack dich mal dahin vielleicht, damit du direkt wieder das hier nehmen kannst. Lass mal hier. Ja, das wird eigentlich so funktionieren, wie ich mir gedacht habe. Jetzt ja echt nirgends mehr hinbewegen jetzt. So. Ja, ist mit der große Axt als erstes, aber ich mache dich mit zwei Schlägen weg, also jetzt mehr Erfolg gehabt, wenn du mit einem anderen Ding angegriffen hättest. Und der wird jetzt abgewehrt einfach. Aus dem Weg, Mann! Boah. Ich habe die Schnauze voll. Die ganze Zeit zu verrecken. Okay, da läuft bis jetzt gut. Okay. Wir fangen uns wieder. Nicht gut. Wenn ich dich hochhalte, dürfte ich eigentlich nur Erfahrungspunkte kriegen, ne? Halbwegs. Sie hat auch Erneuerung, aber irgendwie bringt das nichts, wenn ihr überall Gift ist, ne? Wir werden die ganze Zeit sowieso getroffen. Vor allem, wenn ich jetzt hier Gift heile, ein Zug später bin ich schon wieder vergiftet. Von daher. So, hier muss ich immer noch, Mann. Dann haben wir hier Tomahawk, Donnerschwert, Leichtschwert. So, Dreck. Ein zu weit wieder, ist klar. So, aber jetzt haben wir hier alle, ne? Wie gesagt, wenn der eine Dieb sich ja lustig fühlt und irgendwie die Schatztruhe hier einkassieren will, dann mache ich einfach Lin, ne? Platziere mich neben hier mein Hauptcharakter für mehr Schaden und dann hauen wir den weg. So, und ich habe gesehen, Donnerschwert 21. Du bekommst wie viel? 2, ne? Wenn du einfach wartest. Ja. Das ist nicht gut, ist man. Und irgendwann wird er sich sowieso bewegen, ne? Ich weiß genau, was passiert. Der bewegt sich irgendwann, ne? Läuft dann hier entlang. Was den. Was das Erreichen der Schatz noch erschwert, ne? Ich weiß, was hier passiert. Ich kenne auch Fire Emblem.
So, wir verschanzen uns erstmal da oben, ne? Habt ihr nichts dagegen? Warten wir, bis die sich alle vergiften. Oder ich mich. Ja, witzig jetzt, ich versuche sogar den Dingern aus dem Weg zu gehen, ne? Aber die sind überall. Das ist wieder genau gleich wie bei Tiki. Nur diesmal sind wir besser vorbereitet. Einfach nur, weil wenn die ganze Zeit jetzt nicht hier eingekreist werden, so. Du kannst eigentlich wieder genau gleich machen, ne? Elfenwind. Du überlebst das ja, du haust ihn mit einem Schlag weg. Da kommt der nächste, haust den auch weg. Oh Mann. So, irgendwie haben wir es wieder geschafft, uns zu vereinen, ja? Mit unseren anderen Kollegchen. Aber wenn die sich gegenseitig heilen, die müssen nur Erfahrungspunkte gegen, ne? Ja, guck mal hier. So, du musst da eigentlich überleben, ne? Oh-oh. Oh-oh. Aber wenn du mit einem, ja, Leichtschwert wirst du mich nicht kaputt hauen. Wenn du deine Eisenklinge wechselst, dann hau ich dich zweimal kaputt. Bist du sowieso weg. Ich freue mich, ob ich überhaupt treffen kannst. Natürlich versucht er das. Guck mal, wie gierig. Oh. Statt irgendwie einen Treffer hier reinzuhauen, ne? Ja, versucht mich den dicken Schaden zu machen. Hier geht schon wieder lang. Warum? So. Dann, ja, du mit dem Donnerschwert. Ne, das. Da will nicht funktionieren, Kollege. Ich kann sogar einfach jetzt hier reingehen, ne? Und euch nicht erledigen. Hm. Und er macht mich wieder einen Schlag. Was denn? Donnerschwert, Donnerschwert macht mir nichts. Vier Schaden. Plus minus. Blödes Gift hier. Okay. Muss mal kurz was gucken. Und zwar. Schade. Okay. Dann. Weiter. Jemand, ja, ja doch, er braucht, aber kriegt da nichts an Erfahrungspunkten dadurch. Oh, alle werden so getroffen, Mann. Okay. Ich weiß nicht, wo die lang wollen. Level 15. Sehr cool. Boah, was ist das denn gewesen? Stärke? Du bist ein Magier. Du brauchst keine Stärke. Du bist wie Bücher auf deine Gegner werfen oder was? Sieht aus wie Selene, die ein Schwert tragen kann? Nein. Okay. Wer braucht denn so Erfahrungspunkte eigentlich? Aber du hattest ein Tomahawk. Mit 30 Schaden. Wir haben schon gesehen, das macht ihn mit einem Schlag fertig. Ja, du warst also gut darin, jetzt die Gegner immer bis auf 1 AP zu ballern, ne? Weißt du, wenn du das wieder machst.
nehmen wir dich mal dahin, weil dann gibst du ihnen mehr Ausweichen, ne? Hi. Und du gibst ihn auch Sachen, ne? Wenn du in seiner Nähe bist. Dann schleichen wir uns so ganz langsam, aber sicher in die Richtung. Warte, hast du überhaupt den? Ja, schon sagen, hast du halt überhaupt ausgerüstet? Und dann, wenn die blöden Verstärkungsrum irgendwann mal nachlassen, dann können wir uns vielleicht mal irgendwann die Truhe schnappen. Ich habe alle Leute neben ihm platziert, ne? Und er wird trotzdem getroffen. Was habt ihr alles? Leichtlanze, Eisengroßlanze, Erhalter, Feuerlanze. Okay. Das ist eine Eisengroßlanze, das heißt, du kannst wieder da reingehen und zerstören. Du hast kannst eigentlich auch da reingehen, ne? Ja, war nur was, aber nur 18 Schaden, von daher. Leichtlanze macht nichts. Da wird auch nicht so viel machen. Selbst wenn sie Verteidigung runter hat, ne? So, und wir machen den ja. Bekommt sie mehr Resistenz. Packen dich daneben vielleicht. Verlegung. Ach ja, das hat von Ike, ne? Okay. Du. Als ihn hoch. Oh, oh, oh. Leichtlanze, du wirst nicht kaputt hauen. Dürfte eigentlich alles hier überlebbar sein. So, falls du dich irgendwie lustig fühlst, kannst du ja auf ihn losgehen. Schon wieder irgendwie einen auf die Nase bekommen, bevor du überhaupt irgendwie, weil ich nicht irgendwas machen kannst. Oh ja. So. Ich muss die ganze Zeit gucken, ob ich hier Schatz zu eingesammelt habe. Hm. 15 Runden, ja. Ich sehe es, ich bin gerade Runde 17, habe ich gesehen. Aha. Hat überhaupt Schaden? Oh Mann. Ins Gesicht. Schon fast damit gerechnet, dass schon wieder ein Kritscher-Treffer kommt. So, keine Verstärkungsruppen, cool.